Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir werden dir heute erzählen, was du alles für deine Lapplandreise brauchst. Für deine Lapplandreise musst du natürlich erstmal nach Lappland kommen. Und da kommt man am besten direkt nach Rovaniemi. Das ist hier die Hauptstadt von Lappland, im nördlichen Teil von Finnland. Und hier ist auch der größte Flughafen. Es gibt von Deutschland im Winterquartal eine Verbindung, die direkt fliegt. Das ist Eurowings aktuell von Düsseldorf direkt nach Rovaniemi. Haben wir aber nicht getan. Wir sind mit einem Zwischenstopp geflogen. Die meisten Flüge, die hierher kommen, gehen mit einem Zwischenstopp. Entweder von Deutschland nach Helsinki und dann einen Inlandsflug zu nehmen oder von Deutschland in eine andere, größere europäische Stadt zu fliegen und dann direkt nach Rovaniemi. Das haben wir getan. Wir sind von Düsseldorf nach Amsterdam und dann nach Rovaniemi und waren dann innerhalb von 4 bis 5 Stunden hier in Lappland. Und in Lappland angekommen, muss man sagen, ist es sehr überschaubar. Der Flughafen ist wirklich sehr, sehr klein. Auf der einen Seite, wenn man rauskommt, sieht man die ganzen verschiedenen Mietwagenfirmen, auf der anderen Seite den Ausgang. Wir haben uns für diesen Trip einen Mietwagen gebucht bei Scania Rent, können wir auch sehr empfehlen, denn der komplette Ablauf war super einfach und sehr schnell und es hat alles wirklich gut geklappt. Wir müssen auch sagen, bei unserer Ankunft haben wir bei anderen Mietwagenfirmen gesehen, wie Leute wirklich super lange anstehen mussten und es war nicht schön anzusehen. Bei uns ging das wirklich super schnell, wir waren innerhalb von einer Minute da raus, mussten wirklich gar nicht viel vorzeigen, es war sehr gut organisiert und deswegen können wir es euch auch empfehlen. Autofahren hier in Lappland ist auch wirklich sehr geil. Wir waren total überrascht, wir haben mit Glätte gerechnet, hatten auch so ein bisschen Angst, aber es ist ein bisschen glatt, man merkt es, aber nicht zu vergleichen mit den Straßen in Deutschland. Wir hatten jetzt auch kein super krasses Winterauto oder so, wir hatten ein ganz normales Auto und sind trotzdem sehr gut hier durchgekommen, sind in kleinere Waldwege gefahren und selbst da, alles ist hier geschoben. Das ist so verrückt, aber auch richtig schön. So, kommen wir mal dazu, was ihr denn alles braucht, wenn ihr hier nach Lappland kommt. Wir haben uns im Voraus schon hier so Wärmesohlen gekauft. Die können wir euch auch empfehlen, die hatten wir ganz oft an. Und die sind auch wirklich sehr gut. Was ich noch viel wichtiger finde, sind Handwärmer. Wir haben jetzt hier die beim Lidl gekauft. Die gibt es immer so um den Dezember, Januar rum, also um die Skisaison. Ansonsten gibt es die auch online. Aber die hier aus dem Lidl, die sind auf jeden Fall sehr gut. Was wir euch auch sehr empfehlen können, wir haben es einfach mal nur aus Spaß mitgenommen, aber eine Stirnlampe ist super praktisch hier. Dadurch, dass die Tage super kurz sind, ist es sehr gut, dass man dadurch nochmal extra Licht hat, gerade morgens oder halt in der Dämmerung Richtung abends hin. Können wir euch sehr empfehlen. Eine Taschenlampe ist auch nicht schlecht, damit ihr nicht zum Beispiel eure Handylampe benutzen müsst. Und was auf jeden Fall auch sehr wichtig ist, ist eine gute Hautpflege. Die Haut hier kann super trocken werden. Wir hatten jetzt hier die von Weleda. Die ist auf jeden Fall sehr gut und halt auch relativ ölig, was vielleicht in Deutschland unangenehm ist, aber hier sehr gut ist. Und was wir auch noch mit haben, wir hatten relativ viele Jacken mit. Und da haben wir uns hier so Tüten zum Vakuumieren bestellt. Die gibt es bei Amazon, super günstig, relativ viele. Und genau, das kann man dann hier reintun und dann kriegt man halt auch so eine Pumpe dazu und pumpt das Ganze dann zu. Das ist wirklich sehr praktisch und wir hatten jetzt, glaube ich, um die 8 Jacken mit oder so. Wir hatten relativ viel Skizeug mit, also Skiunterwäsche. Da müssen wir sagen, wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, 2 mitzunehmen, also einmal was zum Wechseln. Vielleicht auch 3, aber definitiv nicht mehr. Wir hatten jetzt irgendwie zu viel mit und haben sehr viel einfach nicht benutzt. Außerdem braucht ihr auch gar nicht so viele Pullis oder Sachen zum Drunterziehen. Also es ist schon wichtig, viel Dickes mit dabei zu haben, aber ihr schwitzt ja hier halt nicht. Deswegen braucht ihr auch nicht übermäßig viel mitnehmen. Mütze, Handschuhe sind natürlich sehr wichtig, gute Jacken, ein Schal und ja, das war's eigentlich schon. Was ihr neben dem Koffer natürlich noch vorbereiten müsst für eure Lapplandreise, ist eine ganz wichtige App, die ihr auf eurem Smartphone installiert. Am besten nehmt ihr dort die Aurora-App. Die hat wenigstens eine coole Karte, wo man Wolken und Polarlichter beobachten kann. Die prozentuale Vorhersage funktioniert nicht so gut. Also bei uns hat es jedenfalls nicht funktioniert. Wir sind ja hier in so einem Glasiglo, wo man direkt die Nordlichter sehen kann. Und die App hat uns immer so zwischen 10% und 20% Wahrscheinlichkeit vorausgesagt. Dabei haben wir schon die Aurora direkt gesehen. Kommen wir nun zu der Route, die wir dir empfehlen wollen. Also wir würden dir auf jeden Fall empfehlen, hier einen Roadtrip zu machen in Lappland, verschiedene Orte anzuschauen, um dir einfach ein Bild zu machen.
Wir waren zuerst in Rovaniemi, das ist ja direkt am Flughafen. Da gibt es die Stadt, die kann man sich angucken, kann man auch lecker was essen gehen. Und dort gibt es auch das Santa Claus Village. Und aus unserer Sicht reichen da 1 bis 2 Tage vollkommen aus, um einfach anzukommen. Und dann mit dem Auto Richtung Norden zu starten, denn im Norden hast du eine bessere Chance, die Nordlichter zu sehen. Wir sind nach Levi gefahren. Levi ist der Hauptort im nördlichen Lappland für den Tourismus. Dort ist auch ein sehr großes Skigebiet und es liegt auch deutlich mehr Schnee. Es sieht wirklich winterlicher aus. Also es ist auch unser Favorit. Wenn wir nochmal wiederkommen würden, würden wir auch noch ein bisschen länger nach Levi fahren, weil wir waren wirklich jetzt nur sehr kurz dort. Und dann sind wir da wieder Richtung Süden, also wir sind so ein Dreieck gefahren. Wir sind dann nach Pihe, das ist ein anderer Skiort. Das ist ein super toller Skiort für Langläufer. Hier gibt es riesen Waldgebiete und es ist einfach viel ruhiger hier. Es ist kaum was los, richtig schön und danach wieder zurück nach Rovaniemi, also das war unsere Route. Kommen wir nun zu den Unterkünften. Wir haben natürlich auch verschiedene Unterkünfte in all den Orten ausprobiert. Angekommen in Rovaniemi sind wir direkt ins Arctic Treehouse. Das ist nämlich auch nur 5 Minuten vom Flughafen entfernt. Also perfekt, falls man einfach ankommen möchte und direkt in eine Unterkunft möchte. Es ist auch eine sehr luxuriöse und auch eine sehr bekannte Unterkunft. Wir können auch sehr bestätigen, dass es das Geld wert ist, weil einfach der Service top ist, wirklich. Man kommt dort an, man kriegt die Koffer aufs Zimmer, das ist sonst eine Seltenheit hier. Und auch sonst, wenn irgendwas ist, wenn es zu kalt ist, man es wärmer haben möchte. Es gibt dort einen WhatsApp-Service, was es sonst auch nicht überall gegeben hat. Und das Essen war auch einfach richtig, richtig lecker. Also preis-leistungstechnisch sehr gut. Man kann dort auch Aktivitäten buchen, also es ist wirklich alles mit dabei. Wir haben in Rovaniemi dann auch noch im Apuga Resort geschlafen. Ich glaube, das ist so das Resort, was jeder so kennt. Das ist auch riesengroß. Man hat dort auch die Möglichkeit, zum Beispiel in so einem Glasiglu zu schlafen oder in der Kami-Suite, wo wir drin waren. Es gibt aber auch was für Familien und es gibt dort auch ganz viele verschiedene Aktivitäten. Und egal, wo man in Rovaniemi ist, man sieht überall Aktivitäten von Apuga. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, können wir euch empfehlen. In Levi waren wir dann in der Northern Lights Ranch. Das war auch sehr cool und auch etwas privater. Ganz anders, als wir es gewohnt waren von Rovaniemi. Dort gibt es auch nicht ganz so viele Unterkünfte und wir hatten dort so eine kleine Cabin. Komplett aus Glas und es war so schön. Man hat also alles offen gehabt. Es war auch ein bisschen komisch, aber man hat natürlich Gardinen zum Zuziehen gehabt. Und wenn man im Bett gelegen hat, konnte man hochgucken und die Sterne sehen. Wir haben leider keine Nordlichter dort gesehen. Aber das Coole an der Unterkunft ist auch, dass man dort sehr viele freie Aktivitäten hat. Also Aktivitäten, die kostenlos sind. Wie zum Beispiel Schlittschuhlaufen, man kann dort Rentiere füttern oder auch zum Beispiel sich Bigfoots anschnallen und durch den Wald spazieren. Sehr cool. Was nicht inklusive ist, ist dort das Frühstück. Das kann man sich aber noch dazu buchen. Zum Schluss waren wir auch noch im Pierre Asteli Resort, also hier, wo wir gerade sind, in diesem Glasiglu. Davon gibt es auch nur 5 hier und es ist wirklich richtig cool, weil wir bis jetzt die einzigen hier in einem waren. Um uns herum ist keiner und das ist uns auch hier sehr aufgefallen, dass es gar nicht so sehr besucht ist. Es ist super ruhig hier und die Glashäuser sind auch direkt im Wald. Das ist sonst auch nicht der Fall gewesen. Deswegen, falls ihr es etwas ruhiger, privater haben wollt und nicht so im Trubel sein wollt, kommt hierher. Das ist dann der perfekte Ort für euch. Wenn ihr dann hier in Lappland seid, müsst ihr natürlich auch ein paar lokale Köstlichkeiten probieren. Bei uns hat es angefangen, dass wir erstmal einen schönen, warmen Glögi getrunken haben. Der Glögi ist hier der Glühwein. Das ist ein Bärensaft, der mit oder ohne Schuss serviert wird, mit Wodka meist. Aber wir haben jetzt ohne Wodka getrunken, weil wir im Auto unterwegs sind. Und das ist wirklich ein leckeres Getränk. Der ist dann mit so Weihnachtsgewürzen auch angemischt und schmeckt einfach gut, können wir auf jeden Fall empfehlen. Wir haben jetzt im Januar nicht mehr im Supermarkt gefunden. Wir wollten uns auch welchen kaufen, dass wir den in der Unterkunft aufwärmen können. Aber war nicht so einfach zu bekommen, aber ein paar Mal haben wir es geschafft. Dann zum Frühstück gibt es in den meisten Unterkünften extrem viel leckeren Lachs. Die Finnen essen ja gerne Lachs und Fisch und das muss man auf jeden Fall auch tun. Räucherlachs, gegrillten Lachs, den gibt es in verschiedenen Variationen. Wir hatten auch mal eine Suppe, wo Lachs mit drin war. Also richtig lecker. Und natürlich, was die Finnen auch gern essen, es gibt ja Unmengen an Wald hier. Das sind ja Elch und Rentier. Also es gibt Bratwürste aus Rentier und es gibt vom Elch so Steaks. Es gibt vom Elch auch so wie Buletten. Muss man auch mal gegessen haben. Wir fanden es jetzt geschmacklich okay, aber
muss man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man hier in Lappland ist. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist auch was Süßes. Es gibt auch hier süße Leckereien. Und es gibt hier sehr gute Schokolade von ja, verschiedenen Marken. Von uns, uns hat am besten die von Daisy geschmeckt. Ich glaube, die hieß Daisy. Und von Fazer, die sind wirklich gut und die können wir euch auch empfehlen. Wir würden ja sagen, dass Finnland der Spielplatz für Erwachsene ist. Und zwar für jeden. Hier findet man einfach alles. Und es gibt tausende von verschiedenen Aktivitäten. Also eher, ob man irgendwie was Ruhigeres machen will, wie zum Beispiel eine Sauna oder einfach eine Rentierfahrt. Man kann aber auch mit Huskies rumfahren, eine normale Schlittenfahrt machen oder zum Beispiel ein Snowmobile fahren. Es gibt super viele unterschiedliche Sachen. Wir haben gerade auch noch gesehen, dass man Eiskarting machen kann. Sehr cool. Und es gibt einfach tausende solcher Aktivitäten. Wir haben auch einige gemacht. Wir waren ganz oft in der Sauna. Wir waren mit Huskies unterwegs. Wir haben auch eine Rentierfahrt gemacht. Wir waren jetzt gerade noch auf einer Snowmobile-Tour. Wir waren Eisfischen. Mir fehlen jetzt schon so langsam die Sachen. Skifahren. Skifahren kann man zum Beispiel auch machen. Piste ist extrem leer. Super cool, haben wir schon gesagt. Wir wollen auf jeden Fall nochmal wiederkommen, um Ski zu fahren. Aber was man auf jeden Fall unserer Meinung nach machen sollte, ist unbedingt eine Sauna. Eine finnische Sauna ist ein Muss, mit entweder in den Schnee legen oder sogar ins Wasser gehen, also ins Eiswasser. Neben der Sauna auf jeden Fall auch noch eine Husky-Tour. Auf jeden Fall auch eine Snowmobile-Tour. Das war so cool, Leute. Ja, und wenn ihr wollt, auch sowas wie ein Eisfloat. Das haben wir auch gemacht. Wenn man Glück hat, sieht man sogar die Nordlichter. Das heißt, man liegt mit dem Rücken im Wasser und guckt nach oben und sieht eventuell auch die Nordlichter. Also so viel, was man machen kann. Informiert euch gut vorher, was ihr machen wollt, was ihr dafür benötigt. Wir können euch auf jeden Fall empfehlen, Fußwärmer oder sowas gibt es im DM zu kaufen. Handwärmer kann man ansonsten auch alles online bestellen. Und ja, auch gute Handschuhe dabei zu haben. Equipment kriegt ihr meist immer. Das ist meist bei den Aktivitäten dabei. Das ist ganz gut. Und die würden wir euch empfehlen, die Sachen. Die sind nämlich viel dicker als das, was man mit hat. Und ja, die geben einem meist auch Handschuhe oder halt auch dickere Schuhe, ein paar Socken. Also ja, das war unsere Empfehlung. Kommen wir nun zur spannendsten Frage. Was musst du für so einen Trip für eine Woche hier in Lappland ungefähr als Budget einplanen? Genau, für den Flug müsst ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen was einberechnen. Kann so zwischen 400 bis 600 Euro liegen. Kommt auch darauf an, wie viele Koffer ihr braucht. Also das ist immer so ein bisschen abhängig von dem, was man gerne mag. Natürlich braucht ihr auch für die Woche hier Unterkünfte im Lappland. Da muss man ein bisschen mehr Budget einplanen als in anderen Ländern, da hier die Unterkünfte schon ein bisschen hochpreisiger sind. Also wenn man was Einfaches bucht, die gehen irgendwie im Bereich bis zu 200 Euro. Bekommt man eine relativ einfache Unterkunft hier in Lappland. Wenn man dann in den mittleren Preisbereich so zwischen 300 und 500 Euro geht, bekommt man auch schon Glasiglos wie das hier. Das kostet so um die 300 Euro, mit Frühstück 350 Euro die Nacht. Und dann gibt es natürlich auch die gehobeneren Unterkünfte, wie zum Beispiel das Arctic Treehouse, wir waren das Apuka Resort und auch die Northern Lights Ranch. Die liegen dann eher im Preisbereich 500, 700 Euro aufwärts. Und ja, somit braucht man für eine Woche schon ein relativ großes Budget, wenn man dort unterwegs ist. Wenn man das sich ein bisschen zusammenstellt, so 2.000 bis 3.000 Euro für ein Pärchen, für uns beide, muss man schon für eine Woche hier einrechnen. Genauso ist das auch mit dem Essen. Man kann super low budget gehen, aber auch ziemlich high end. Super low budget wäre zum Beispiel einfach in den Supermarkt gehen. Wir haben das natürlich auch gemacht. Hier gibt es zum Beispiel einen ganz klassischen Lidl, aber auch ganz lokale Supermärkte. Und dort muss man auch sagen, sind die Preise fast so wie bei uns. Vielleicht ein bisschen teurer, so 10-20%, aber nicht viel mehr. Also kann man jederzeit dorthin gehen und sich was zu essen kaufen. Wenn man aber einfach so mal ins Restaurant gehen möchte, gibt es ganz viele Pizza- und Kebabläden, was uns sehr verwundert hat. Aber ja, kann man machen. Wir haben es auch gemacht. Wir waren mal Pizza essen, wir waren aber auch mal Kebab essen. Es hat uns nicht ganz so gut geschmeckt, weil die hier Ketchup beim Kebab benutzen. Da zahlt man so circa 15 Euro, was hier so normal ist, wenn man ganz normal essen geht. Natürlich kann man auch etwas luxuriöser essen gehen, dann zahlt man auch schon etwas mehr. Wenn man zum Beispiel in einer Unterkunft essen geht, zahlt man morgens fürs Frühstück so zwischen 30 bis 50 Euro für so ein Frühstücksbuffet. Es gibt auch abends in einigen Unterkünften Abendsbuffets, da zahlt man auch zwischen 30 bis 50, wenn man da à la carte essen möchte. Da fängt es schon so ab 100 Euro an. Kann man also auch so zusammenstellen, wie man sich möchte.
So, nun, was man natürlich auch machen muss, wenn man hier ist, verschiedene Aktivitäten buchen. Wir haben ja eine Reihe von Aktivitäten hier gemacht. Aus unserer Sicht die Top 3 waren auf jeden Fall die Husky-Tour. Einmal mit dem Husky-Schlitten zu fahren, war ein einmaliges Erlebnis. Dazu noch das Snowmobile. Das war richtig cool, eine Tour mit dem Snowmobile zu machen. Und natürlich auch sich mal so eine finnische Holzsauna zu buchen. Wir haben uns da so eine kleine, wirklich Holzofen-Sauna gebucht. Und dafür sollte man auf jeden Fall auch was einplanen. Da braucht man aber auch so 4, ja, 400, 500 € pro Person, um diese drei Aktivitäten zu machen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind Klamotten. Bei uns ist es ja so, dadurch, dass wir jetzt lange auf Weltreise sind, haben wir einfach nichts mehr. Wir haben super viel damals verschenkt oder halt einfach weggegeben und wir mussten relativ viel jetzt nachkaufen. Das fing bei uns an bei Winterschuhen und auch da müssen wir sagen, Mirko hat sich zum Beispiel ganz einfache Winterschuhe bestellt. Ich glaube, das war bei ASOS für, ich glaube, 70 € oder so. Und er hatte schon öfters kalte Füße. Ich habe mir jetzt zum Beispiel Moonboots gekauft. Die kosten 150 €, aber Leute, ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit warme, wirklich sehr warme Füße. Und ja, da muss man halt auch abwägen, was man sich da kauft, was für Jacken man mitnimmt. Man braucht natürlich auch sowas wie eine Skihose, ja, Skiunterwäsche auch auf jeden Fall. Deswegen plant da auch ein bisschen was ein und shoppt das gut vorher. Genau, richtig. So, das sind eigentlich die Bestandteile, die man am Budget einplanen muss. Was natürlich noch dazu kommt, sind Dinge wie Benzin, ein bisschen was trinken und so, was man halt so regelmäßig braucht. Ein paar kleinere Eintritte hier und da. Wir waren noch in einem Snow Village, das war auch richtig cool. Da konnte man dann in einem Eiskanal, auf einer Bar was trinken. Und alles in allem braucht man für so eine Reise in Lappland ein Budget für eine Woche, für zwei Personen zwischen 4.000 und 6.000 € aus unserer Sicht, je nachdem, in welches Budget man geht. Aber das sollte man einplanen, wenn man die volle Erfahrung hier einfach machen will. Und es lohnt sich. Genau, auf jeden Fall, weil es waren halt auch für uns alles Bucketlist-Experiences, die wir unbedingt machen wollen. Wir haben jetzt, wie zum Beispiel, das ist low-budget-mäßig, also es ist aber trotzdem gut. Es ist einfach nur für finnische Verhältnisse relativ günstig. Aber wir haben uns durch alles ausprobiert, wir haben sehr viel Erfahrung sammeln können und deswegen, so wie wir es gemacht haben, mit High-End bis Low-End, müsst ihr so ungefähr damit rechnen. Genau. Und ja, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, die wir jetzt nicht beantwortet haben, schreibt uns das in die Kommentare. Wir werden es auf jeden Fall hier in dem Video beantworten. Und ja, unsere Reise geht jetzt weiter. Wir werden jetzt hier abreisen und melden uns bei euch wieder am nächsten Ziel.